Schön, dass du da bist. In diesem Video möchte ich dir das Authentic Empowerment Network vorstellen und wie du Teil davon werden kannst, wenn du denn möchtest. Der Hintergrund ist, dass wir empathischen und hochsensiblen Menschen oft Herausforderungen haben, die sich innerlich abspielen. Das heißt, bestimmte Gefühle, Ängste, Sorgen, Traumata, Depressionen, Gedankenspiralen und. Und diese Herausforderungen zeigen sich dann auch im Außen. Das heißt, wenn du Angst hast, dann können deine Handlungen nur Früchte der Angst tragen. Und wir haben aber nie gelernt, die allermeisten von uns, wie kann ich denn solche Ängste auflösen? Wie kann ich damit umgehen? Wenn da emotionale Verletzungen sind, auch sehr, sehr große emotionale Verletzungen, was kann ich tun, damit wieder Liebe zurückkommt? Damit ich wieder Liebe in die Welt trage und dass das, was ich tue, Früchte der Liebe trägt. Dass sich diese Liebe dann auch in meinem Leben zeigt. Oft ist es auch so, dass wir nur die Probleme im Außen sehen, also dass sich das zum Beispiel im Bereich der Gesundheit zeigt, dass du merkst, du hast gesundheitliche Herausforderungen oder im Bereich Geld, dass es schwierig ist mit Finanzen und dass immer irgendwie finanzieller Stress da ist oder in deinen Beziehungen, dass du denkst, warum verhält sich XY so, warum werden meine Grenzen nicht gewahrt, ich habe Angst, dass meine Bedürfnisse nicht gesehen werden oder manche Menschen gehen über meine Grenzen und eigentlich möchte ich nur geliebt, gesehen, gehören und verstanden werden. Und das ist etwas, was wir alle in uns spüren, dass wir uns so fühlen wollen, dass wir anderen Menschen so begegnen wollen. Vielleicht siehst du es auch im beruflichen Umfeld, dass du entweder nicht das machst, wozu du dich berufen fühlst, sondern dass das halt irgendwie nur harte Arbeit ist. Ne? Ist ja auch typisch deutsch. Arbeit muss hart sein und anstrengend und das Leben ist kein Ponyhof, das ist der Ernst des Lebens und diese ganzen Geschichten. Die habe ich früher auch geglaubt und teilweise finde ich auch noch sowas in mir, was davon überzeugt ist, dass das Leben kein Ponyhof ist, dass das anstrengend sein muss. Und das Schöne ist, das ist ja Stress. Das ist in uns Stress, wir spüren das auch. Und wenn du dir anschaust, wie die meisten Menschen draußen rumlaufen, dann denke ich mir, das ist näher dem Zombie-Sein als Mensch und voller Liebe strahlend und wie ein Kind, was so überschäumt vor Lebensenergie, vor Begeisterung, vor Liebe, vor Freude über das Leben. Und was ist denn da passiert? Wie traurig ist das, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht, dass wir als Menschheit so einen schrecklichen Ort gestaltet haben, würde ich mal sagen. Oder nicht der Ort ist schrecklich, sondern dass es diese riesigen Probleme gibt, dass es Kriege gibt, Armut, Hungersnöte, Konflikte überall, dass die Nachrichten nur voll sind von negativen Geschichten, die ja noch weiter runterziehen. Das ist nicht normal. Das ist krank. Das ist krank. Und dann wird noch gesagt, wenn du nicht in diese Gesellschaft reinpasst, dann ist mit dir was verkehrt. Das ist völlig irre. Also ich sehe das als völlig irre an. Und ich sehe, dass es immer mehr Menschen, die bewusster sind oder die ein offenes Herz haben, die mehr wahrnehmen, die sensibler sind, die empathisch sind, dass immer mehr Menschen das mitbekommen und das in Frage stellen, was da draußen passiert. Und ich denke, das kann doch nicht so sein. Und dass die auch aufhören zu glauben, dass mit ihnen was verkehrt ist. Nur kann das schwer sein, wenn das in uns drin ist als ein starkes Gefühl. Das heißt, es kann uns bewusst sein, aber trotzdem ist das Gefühl noch da. Und oft fühlen wir uns alleine damit und denken uns, ich bekomme das mit, aber ich bin damit alleine. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der es genauso sieht. Also verstecke ich mich lieber damit. Und mir kommt so vor, als ob ganz, ganz viele Menschen da draußen sind, vielleicht auch du, die sich noch verstecken und zurückhalten mit ihrer Wahrheit, die mehr Liebe beinhaltet, die für alle Menschen besser wäre, die zu mehr Frieden, Harmonie und Leichtigkeit für alle Menschen führen würde. Und wie schade ist es, wenn diese Menschen nicht ihre Talente einbringen in die Welt. Das, was sie wirklich können, sich gegenseitig unterstützen. Und das ist der Grund, warum es das Authentic Network gibt. Das Authentic Empowerment Network. Und der Name ist Programm. Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist, ganz praktisch, du kannst dabei sein. Und ich teile darin meine wertvollsten Tools, um energetisch zu arbeiten. Das heißt, um Gefühle und Gedanken, die dich belasten, damit umzugehen und dass die wieder in Liebe finden können. Die zweite Ebene ist die Authentic Relating Games und dass wir eine starke Community haben. Ein Netzwerk, ein Authentic Empowerment Network eben, wo wir uns gegenseitig unterstützen, die Menschen, die empathisch sind,
die bewusster sind, die gemeinsam wachsen wollen, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, in mehr und mehr Kraft, Liebe und Leichtigkeit zu kommen. Und dass auch Raum da sein kann für all das, was sich nicht leicht und liebevoll anfühlt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil damit fängt es immer an, dass wir in uns spüren, ah, da habe ich Angst. Und dann sind einfach andere da und sagen, wow, schön, dass du das teilst, danke dir. Und du kannst Partner-Sessions machen mit jemandem, wo dann einfach Raum dafür da ist, das zu erkunden und mit diesen ganz, ganz, ganz einfachen Tools, falls es die überhaupt braucht, wieder zur Leichtigkeit zu kommen, dass sich diese Angst entspannen kann, dass du wächst, dass du freier wirst, dass du zurückkommst zu dem, was, glaube ich, ursprünglich mal gedacht war in dieser Schöpfung, nämlich Ausdruck von Liebe. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns quasi einen Bauplan in sich trägt, ähnlich wie die DNA, den körperlichen Bauplan beinhaltet, aber dass es einen Bauplan gibt von dem, wer du bist. Man könnte das nennen, dein volles Potenzial entfalten. Und wahrscheinlich geht es dir so, dass dir bewusst ist, dass du nicht dein volles Potenzial lebst. Du kannst ja schauen, so auf einer Skala von 0 bis 100, wo ist so dein Gefühl, einfach rein intuitiv, wie viel Prozent deines Potenzials lebst du? Und vielleicht ist das eine recht große Zahl oder auch eine recht kleine. Und der Punkt ist, dass das, was uns Menschen glücklich macht, meiner Erfahrung nach, ist zu wachsen, innerlich zu wachsen. Ich liebe inneres Wachstum. Ich habe damit mein halbes Leben verbracht. Und das Schöne ist, dass es immer leichter wird. Das ist meine Erfahrung, dass die Sachen, die ich finde, dass das Verständnis, was ich entwickle, dass das zu immer mehr Leichtigkeit führt. Und das möchte ich jetzt eben weiter in die Welt bringen, weil, ja, also das ist der Ruf, den ich gerade habe, dass meine Arbeit wachsen darf, dass ich das weiter verbreiten soll, nenne ich es mal. Also dass einfach, dass mein Job hier ist, mehr Liebe in die Welt zu bringen. Und der beste Weg, den ich sehe, ist, andere Menschen dabei unterstützen, in ihre Kraft zu wachsen, in ihre Liebe zu wachsen. Weil was mir am entferntesten liegt, ist, irgendwelche Abhängigkeiten schaffen zu wollen, sondern ich liebe es, Menschen in die Freiheit zu führen. Und wenn dich das anspricht, würde ich mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Du kannst auch monatlich einfach schauen. Also es ist kein, du musst jetzt für immer dabei sein, sondern du kannst jederzeit kündigen und also jeden Monat neu schauen, bin ich noch dabei oder nicht. Du kannst auch zwischendurch woanders hingehen und vielleicht wiederkommen. Und wenn du 12 Monate dabei bist, dann überreiche ich dir die Zertifizierung zum Authentic Empowerment Practitioner. Das heißt, falls du das auch beruflich nutzen möchtest und sagst, ja, ich bin schon Coach oder ich bin in einem Heilberuf tätig oder ich möchte das in meine Arbeit einfließen lassen, ich möchte dieses Authentic Empowerment Network nutzen, um die Kompetenz zu entwickeln, das Selbstvertrauen, auch durch Erfahrung, durch Üben, durch das an dir selbst erfahren, wie es wirkt und auch andere dabei eben in Partner-Sessions unterstützen. Ich möchte diese Kompetenzen entwickeln, andere Menschen unterstützen zu können, auf eine sehr liebevolle, sehr sanfte Art und Weise und mit Tools, also mit einem Werkzeugkoffer, die gerade für empathische und hochsensible Menschen unglaublich wertvoll sind und wo ich mich so dankbar und gesegnet fühle, dass ich diese Tools kennenlernen durfte. Ja, und ich bin auch um die ganze Welt gereist und habe 10.000 Euro dafür ausgegeben, um dahin zu kommen. Und das ist so das, was du auf dem Silbertablett serviert bekommst. Ich habe eine Webseite eingerichtet, vielleicht bist du da auch gerade drauf. Da sind noch mehr Informationen, da kannst du dich einlesen, da gibt es noch mehr Videos. Ich würde mich riesig, riesig freuen, dass, falls du das Ja in dir spürst, dass du dabei bist oder vielleicht sagst du auch, ich spüre ein Nein, dann sei nicht dabei. Auf jeden Fall freue ich mich über jeden, der dabei ist. Also das Authentic Empowerment Network läuft schon. Es gibt alle 2 Wochen, momentan am Donnerstagabend von 19 Uhr bis 20.30 Uhr einen gemeinsamen Workshop. Darüber hinaus gibt es Partner-Sessions, es gibt Online-Kurse, wo auch immer weitere entstehen, es gibt geführte Meditationen. Also es ist so die Flatrate für persönliche Weiterentwicklung zu einem Preis, der geringer ist als eine Einzelstunde Coaching, also als ein Einzelcoaching. Und ja, was du dafür bekommst, ist, ja, also es ist ziemlich gigantisch an dem, was ich da reinpacke und was mir auch wichtig ist, dass es einfach einen unglaublichen Mehrwert für dich hat, dass dir das so unglaublich viel bringt, dass du gar nicht anders kannst, als zu sagen, wow, ich bin dabei, das ist ja absolut der Hammer.
Und wenn du dabei bist, dann bist du dabei. Du kriegst sofort Zugang zu den ganzen Online-Kursen, die es schon gibt. Du kannst dich einlesen, du kannst Partner-Sessions verabreden, du kannst in die Telegram-Gruppe kommen, in die Community kommen und einfach Teil werden vom Authentic Network. Und ja, wenn du 12 Monate dabei bist, eben auch Authentic Empowerment Practitioner als Zertifizierung mit Urkunde erhalten. Schön, dass es dich gibt und vielleicht sehen wir uns gleich im Authentic Empowerment Network.